Pre-Fader-Metering, was ist das eigentlich? Ist das ein Relikt aus längst vergangenen Tagen oder ist das der Schlüssel zu einem richtig guten professionellen Mix? Dieser Frage gehen wir heute mal auf den Grund. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und neulich bin ich mal wieder bei einem Begriff gestolpert, den ich mir erstmal wieder zurück ins Gedächtnis rufen musste, weil ich den so lange irgendwo tief verbuddelt hatte, nämlich Pre-Fader-Metering. Musste ich mir erstmal die Frage stellen, was ist denn damit eigentlich gemeint? Aber das war relativ schnell geklärt, denn wenn man Pre-Fader-Metering übersetzt, dann kommt man Pre-Fader, also vor dem Fader, den man also in seiner DAW in der Mischkonsole drin hat. Pre-Fader-Metering. Meter ist die Anzeige, die den Pegel im Kanal anzeigt. Das heißt, es geht darum, dass die Pegelanzeige im Kanal vor dem Fader stattfindet. Das heißt, das Signal oder der Pegel, mit dem das Signal eigentlich erst in den Fader reingeht, um dann von da aus lauter oder leiser gemacht zu werden und dann auch in den kompletten Song reingemischt zu werden. Das heißt, die Anzeige zeigt dir dann quasi den Pegel im Kanal an und egal welchen Fader du einstellst, also wie du deinen Fader einstellst, es ändert sich die Anzeige nicht. Dadurch hast du natürlich immer im Blick, ob in deinem Kanal gerade eine Übersteuerung stattfindet oder nicht. Praktisch oder ein Relikt aus alten Zeiten? Warum alte Zeiten? Ja, früher in den Zeiten, als noch auf Analogkonsolen gemischt wurde, haben sehr viele Profimischer immer Pre-Fader-Metering angehabt, weil sie einfach immer wissen wollten, unabhängig von der Fader-Einstellung, ob es sich wirklich, ob es eine Verzerrung im Kanal gibt oder nicht, weil eine Übersteuerung im Kanal kann gut klingen, wenn man sie ganz bewusst hervorruft und herbeiführt, aber im Prinzip galt es ja, möglichst saubere Signale zu mischen und dementsprechend war natürlich klar, man wollte keine Übersteuerung im Kanal drin haben. Wenn man zum Beispiel aus Versehen mit dem Equalizer ein bisschen zu hoch geschossen ist, dann wurde das Signal verzerrt im Kanal schon und dann hat man hinterher lange gesucht, wo denn wohl diese unerwünschte Verzerrung herkam. Also, in der Vergangenheit hat es durchaus Sinn gemacht und es macht natürlich auch Sinn beim Aufnehmen. Ne? Das heißt, wenn du unabhängig von der Fader-Einstellung siehst, wie heiß das Signal eigentlich in deinen Kanal reinkommt, weil wenn du das Signal erst hinter dem Fader dir anzeigen lässt, den Pegel, dann kann es sein, dass der Fader irgendwie auf der Hälfte steht. Der Signalpegel wird gut angezeigt, aber eigentlich kommt das Signal zu heiß rein. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Aber wie transferiert sich denn Pre-Fader-Metering in die heutige Zeit? Wie ist das, was hat es denn eigentlich in unseren modernen DAWs zu suchen, Pre-Fader-Metering? Ist gerade ein neues Feature, als neuestes Feature quasi bei Studio One mit reingebaut worden in Version 4.5. Logic hat es schon ein bisschen länger. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich heute relevant? Und die Frage gebe ich jetzt direkt an dieser Stelle schon mal an dich weiter. Ich rede gleich noch ein bisschen weiter. Aber ich würde mich total dafür interessieren, ob du Pre-Fader-Metering benutzt, wann du es benutzt und vor allem, warum du es benutzt. Und es sind ja auch viele Profis da draußen, die auch mal immer gerne wieder hier reinschauen. Das heißt, die Frage geht an dich oder an den erfahrenen User auf jeden Fall. Schreib's uns mal unten in die Kommentare rein, wann und warum du Pre-Fader-Metering benutzt und ob es dir hilft, einen besseren Mix zu machen oder einfach ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Gehen wir nochmal zurück auf die modernen DAWs und die Frage, ist es da wirklich relevant? Bisher habe ich gemischt ohne und ich bin ganz gut klargekommen. Dementsprechend glaube ich erstmal, dass es jetzt irgendwie kein Must-Have ist. Aber ein Nice-to-Have, also ein schön zu haben, ist ja auch schon mal gut. Und da kann man natürlich sagen, wofür ist es praktisch? Klar, beim Aufnehmen des Signals ganz schön, dass man sehen kann, dass man auch in der DAW unabhängig von der Fader-Einstellung sehen kann, mit welchem Pegel das Signal in deinen Kanal reinkommt. Praktisch. Beim Mischen ist die Frage, ne? Muss ich die ganze Zeit sehen, mit welchem Pegel das Signal in meinem Kanal drin ist? Oder ist es wichtiger, dass ich das, dass ich auch mit den Augen mischen kann und sehen kann, wie laut ich das Signal eigentlich im Kanal habe, also die Anzeige nach dem Fader mir anzeigen lasse? Vorteil ist, wenn ich die ganze Zeit den gleichen Pegel angezeigt kriege und der Fader diesen Pegel nicht ändert, dann mische ich mehr mit den Ohren und nicht mit den Augen, also von dem, was mir die Anzeige zeigt. Auf der anderen Seite kann ich vielleicht auch sehen, ob ein Plugin zum Beispiel zu laut rauskommt und in dem Kanal ein bisschen zu viel Pegel generiert. Aber jetzt ist die Frage, die nächste Frage, ist denn zu viel Pegel eigentlich im Kanal schädlich? Also in heutigen DAWs, die ja mit 64 Bit rechnen, ist es eigentlich erstmal nicht schädlich. Das heißt, wenn du eine Übersteuerung, also wenn du in den roten Bereich reinkommst an deiner Anzeige, ist es heutzutage in den DAWs mit 64-Bit, rechnen ja die Programme heutzutage intern, ist es nicht relevant, es erzeugt keine Übersteuerung. Das heißt, es kann nur eine Übersteuerung passieren, wenn du zum Beispiel aus dem einen Plugin zu heiß in das nächste reinkommst, dann kann eine Übersteuerung in dem Plugin selbst passieren. Das kann man damit vielleicht überprüfen. Schauen wir uns gleich mal in der Session an, wie man das genau sehen kann und wie man das überprüfen kann. Vielleicht ist es dafür tatsächlich praktisch, aber macht es wirklich einen besseren Mix?
Ich weiß es nicht und ich kann die Frage tatsächlich heute auch nicht beantworten, deswegen gebe ich sie gerne an dich rüber. Und wir gucken jetzt mal in die DAW auf jeden Fall rein und gucken mal, was man sich da alles anzeigen lassen kann. Und vielleicht entscheidest du ja, komm, ich probiere das einfach mal aus und guck mal in den nächsten 4 Wochen, ob das für mich praktisch ist oder ob das eher unpraktisch und überflüssig ist. Und dann können wir ja nochmal ein Resümee ziehen in vielleicht 4 Wochen und gucken mal mit euren Kommentaren, was tatsächlich dabei rausgekommen ist. Wir gehen jetzt also rüber in die Session, verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da geht es heute nochmal ums Thema Editieren und wann man die DAW automatisch editieren lässt oder wann man lieber von Hand sehr viel Zeit investiert, aber dafür vielleicht ein besseres Ergebnis kriegt. Das ist Thema nach der DAW, aber jetzt gehen wir erstmal rüber. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück einfach 2-mal auf Daumen nach unten und ganz schnell auf das nächste Video auf dieser Seite. Und wir gehen jetzt rüber in die DAW. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich schlage vor, dass wir als erstes mal gucken, wie man Pre-Fader Metering eigentlich aktiviert. Einmal in Studio One und einmal in Logic. In Studio One ist es relativ einfach. Du klickst einfach auf eine von diesen Anzeigen drauf. Die haben wir ja hier gerade aktiv zum Beispiel. Und wenn du da mit der rechten Maustaste drauf klickst, geht ein kleines Menü auf und da kannst du unter anderem hier Pre-Fader Metering aktivieren. Das mache ich jetzt mal und damit ist das für alle Kanäle freigeschaltet. Das kannst du also nicht individuell pro Kanal machen, sondern in diesem Fall ist das dann für alle Kanäle eingeschaltet. Das heißt, du siehst in allen Kanälen jetzt nur noch das, was vor dem Fader stattfindet. Schon mal praktisch. In Logic ist es auch relativ easy. Da kannst du nämlich hier diesen Knopf hier einblenden lassen. Wenn du hier bei deiner Anzeige hier oben einfach mal auf diesen Knopf drehst und hier unten dir die Steuerungsleiste und Anzeige anpassen, wenn du das von Hand anpassen willst, da kannst du hier dann auswählen, dass du diesen Knopf sehen möchtest und mit dem kannst du dann Pre-Fader Metering aktivieren. Also sehr einfach auch und bei Logic wird, wie gesagt, auch sogar noch angezeigt, das Meter wird entweder vor dem Fader angezeigt oder eben nach dem Fader auf der anderen Seite. Das ist sehr praktisch, dass man auch optisch weiß, in welcher Messmethode man da gerade in seinem Kanal ist. Unabhängig davon ist jetzt die Frage, wofür ist es tatsächlich praktisch? Klar, beim Aufnehmen, habe ich gerade schon gesagt, ist es relativ praktisch, dass man sehen kann, wie heiß kommt das Signal rein und vor allem der Fader lenkt nicht davon ab. Also wenn ich den Fader beim Aufnehmen zum Beispiel runterziehen würde, dann würde er mir nur anzeigen, wie viel aus dem Kanal tatsächlich rausgeht. Das heißt also, ich würde mich da reinlegen lassen. Selbst wenn das Signal zu heiß reinkäme, würde ich es nicht sehen. Bei Pre-Fader Metering sehe ich ganz klar, kommt das Signal zu heiß in den Kanal rein oder steuert es oben in den roten Bereich rein, muss ich definitiv runterdrehen, damit ich kein übersteuertes Signal aufnehme. Schon mal gut. Nummer 2, wo kann es noch praktisch sein? Ich habe ein bisschen nachgedacht und was wirklich geil ist, dadurch, dass die Anzeige dir immer anzeigt, was in diesem Kanal los ist, aber nicht, was aus dem Kanal rausgeht. Wir gucken uns das mal kurz an. Wir haben ja Pre-Fader Metering gerade aktiviert, dieser Bass spielt gerade und wenn ich hier den Fader jetzt mal runterziehe, bupp, siehst du, dass die Anzeige sich hier nicht geändert hat. Das heißt, hier wird trotzdem angezeigt, in dem Kanal ist was los. Das hat zum einen den Vorteil, dass du immer siehst, dass in einem Kanal noch was spielt und wenn du es nicht hörst oder wenn du irgendwas vermisst oder wenn du es vielleicht beim Mischen übersehen hast, dann kannst du auf jeden Fall sehen, hey, in dem Kanal ist was los, ich habe den Fader noch gar nicht hochgezogen, sollte ich vielleicht mal integrieren in den Mix. Auch schon mal gut. Aber vor allem ist es gut, weil du, wenn du den Fader jetzt wieder hochziehst, lässt du dich nicht von dieser Anzeige reinlegen. Das heißt, du mischt tatsächlich deinen Song nach den Ohren und nicht nach der Anzeige. Und das ist für mich, glaube ich, der größte Benefit, der größte Vorteil von Pre-Fader Metering, denn ich lasse mich tatsächlich nicht reinlegen und gucke irgendwie, na, ist die Anzeige ungefähr vom Pegel da, wo die anderen Signale sind oder sonst was irgendwie, sondern ich muss mich auf meine Ohren verlassen. Und das ist wirklich ein großer Vorteil, glaube ich, von Pre-Fader Metering. Für mich wahrscheinlich auch der größte, den ich für mich rauspicke, um das tatsächlich demnächst mal dauerhaft aktiviert zu lassen. Als drittes ist noch eine Sache wichtig und die ist vielleicht, wie ich gerade schon gesagt habe, bei 64-Bit nicht ganz so wichtig, kommt aber trotzdem zum Tragen, wenn man mit Plugins zum Beispiel arbeitet, wie dem Camel Crusher hier zum Beispiel. Es gibt verschiedene andere Plugins auch, die haben keine Eingangsanzeige. Das heißt, sie zeigen dir nicht an, wie heiß kommt das Signal eigentlich in mein Plugin rein. Das kann man sagen, ja, ist mir völlig Wumpe irgendwie. Aber wenn du eine unerwünschte Verzerrung vermeiden willst, gerade wenn du mit Analog-Nachbildungen von Plugins arbeitest, die keine Anzeige haben, dann ist es schon sehr sinnvoll. Und ich zeige dir mal, was ich meine. Wir haben ja hier diesen Bass, der hier gerade vor sich hinspielt. Und ich habe hier den Fat-Channel, da ist ein Kompressor. Ne? Und wir sehen ja jetzt im Pre-Fader-Metering, ich gucke nochmal, ist es aktiviert, genau, im Pre-Fader-Metering sagen wir, dass der Pegel hier in dem Kanal einwandfrei ist. Sollte ich jetzt viel zu laut aus diesem Kompressor rauskommen, das machen wir mal hier, ich drehe mal den Kompressor volle Pulle auf, bupp, dann siehst du, dass du hier im Kanal eine volle Übersteuerung siehst.
Weil die Pre-Fader angezeigt wird, also nicht hinter dem Fader, ist die relevant. Das heißt, das ist der Pegel, der gerade auf diesem Kanal stattfindet. Und das ist auch der Pegel, hier, ich habe den Camel Crusher ja deaktiviert, das ist der Pegel, mit dem das Signal aus dem Fat-Channel rauskommt und in den Camel Crusher reingeht. Das heißt, der Camel Crusher würde von vornherein schon volle Pulle überladen. Jetzt kannst du sagen, ja, Camel Crusher ist doch eh ein Verzerrungstool. Richtig. Aber wenn da jetzt nicht ein Camel Crusher reingeladen wäre, sondern ein Delay oder eine Analog-Nachbildung von einem Bandecho oder sonst was irgendwie, da würdest du dich fragen, warum das volle Pulle am Verzerren ist, weil du es gar nicht sehen kannst. Denn ich stelle mal hier, wir haben ja hier gerade, ne, wir sehen hier diese volle Übersteuerung im Kanal, ich stelle mal auf Post-Fader und wenn ich jetzt den Fader hier runterziehe, kann es passieren, dass du denken würdest, guck mal hier, alles im grünen Bereich, ist doch gar nicht so schlimm. Das heißt, du würdest gar nicht bemerken, dass das Signal zu heiß aus dem einen Plugin rauskommt und in das nächste Plugin reingeht. Also dafür, falls du irgendwelche unerwünschten Verzerrungen hast, schalte einfach mal auf Pre-Fader Metering und aktiviere dann Stück für Stück deine Plugins. Mach sie alle aus und dann aktiviere sie Stück für Stück und guck mal, ob du einen Übeltäter dabei hast, der tatsächlich völlig übersteuert. Ehrlich gesagt, 3 Pluspunkte für Pre-Fader Metering. Vielleicht kannst du noch einen weiteren hinzufügen. Ich schreib's unten gerne in die Kommentare und ich bin mal gespannt, so in 3-4 Wochen, was hier unter dem Video stattgefunden hat und unter dem Blogartikel, den ich auch parallel dazu auf meinem Blog unter recordingblog.com geschrieben habe. Schreib mir am besten unter beide drunter, dann haben wir auf jeden Fall eine Sammlung von verschiedensten Tipps, wie man mit Pre-Fader Metering umgehen kann. Und jetzt gehen wir erstmal rüber zur Frage der Woche und guck mal, was da los ist. Also, los geht's. Also, ich bleib unentschieden und weiß es tatsächlich nicht. Die Antwort auf die Frage, ist Pre-Fader Metering für mich der Schlüssel zum besten Mix? Ich werde es mal die nächsten Wochen beobachten und werde dann auf jeden Fall berichten, was es für mich ausgemacht hat. Das werde ich dann wahrscheinlich im Blog machen. Da kannst du es dann nochmal nachlesen, auch mit vielen Kommentaren zusammen. Und dann gibt es ein Resümee darunter, ob das Sinn macht oder nicht, ob es einfach mal hin und wieder Sinn macht, das zu aktivieren, um was zu überprüfen oder ob man es dauerhaft anhaben soll. Wir werden sehen. Kommen wir zur Frage der Woche. Und die Frage der Woche kommt heute von Don Bob. Und Don Bob sagt, hallo Jonas, super Video, danke dafür. Sehr gern geschehen, wie immer. Mich würde interessieren, wann würdest du empfehlen zu schneiden? Und um das Timing anzupassen und wann würdest du quantisieren? Das bezieht sich auf das Video von letzter Woche, als wir über Editieren gesprochen haben. Gut, letzte Woche ist relativ, ich weiß nicht, wann du dieses Video siehst, aber ich kann es dir mal hier oben verlinken, falls du es verpasst haben solltest. Und viele Leute haben unter das Video drunter geschrieben, hey, warum lässt du die DRW das nicht automatisch machen? Irgendwie, du kannst einfach die Transienten erkennen lassen und dann kannst du es einfach quantisieren. Dann ist doch alles auf dem Raster. Jein. Die Antwort ist auf diese Frage auch von Don Bob, wann lasse ich automatisch quantisieren und wann lege ich selber Hand an und schiebe alles gerade, ergibt sich eigentlich automatisch für mich persönlich aus dem Zeug, was vor mir liegt. Also wenn es eine Band eingespielt hat, die vielleicht ganz locker zusammengespielt hat und wo ich kein echtes Metrum habe, die also zum Beispiel nicht zum Klick eingespielt haben, das heißt, ich habe kein echtes Raster, auf das ich quantisieren könnte, dann muss ich Hand anlegen. Oder wenn es eine Band ist, die jetzt nicht 100% aufs Raster gespielt hat, zwar grob um den Klick drumherum, kann ja passieren, aber eben nicht drauf, dann nutzt es nichts, wenn ich die komplette Band aufs Raster ziehe mit Quantisieren. Macht keinen Sinn. Dann kann ich auf jeden Fall besser die einzelnen Teile, wenn ich die wirklich im Timing gerade rücken möchte, sagen wir mal, ich habe das Schlagzeug als Referenz und möchte Bass, Gitarren und vielleicht wie beim letzten Mal die Bläser alle auf das Schlagzeug richtig rücken, dann muss ich das von Hand machen. Da hilft keine Automatik, die hilft mir höchstens beim Schneiden und vielleicht bei den Crossfades, aber auf definitiv nicht dabei, wenn ich das wirklich aufs Raster ziehen soll. Anders ist es natürlich, wenn du einen Song hast, der mit einer Drummaschine zum Beispiel aufgenommen wurde oder wurde das Schlagzeug oder den Beat selbst programmiert hast. Das heißt, der liegt ganz klar auf dem Raster, der hat ein festes Timing, da ändert sich gar nichts und so weiter. Dann kannst du natürlich Instrumente, die eingespielt worden sind, schön per Transientenerkennung in der DRW einfach kurz markieren lassen. Der erkennt alle Transienten und wenn du ihm dann sagst, quantisieren, meinetwegen auf 16, dann schiebt er alle Noten genau richtig, sie so ganz leicht neben der nächsten 16 liegen und das ist natürlich sehr praktisch. Falls du dich fragst, wovon ich gerade rede, Audio quantisieren, kann ich dir hier auch nochmal ein Video einblenden, habe ich schon mal gezeigt, wie praktisch das ist. Das sind die beiden unterschiedlichen Szenarien, in denen ich das anwende. Also einmal, eine Band hat gespielt und ich muss es gerade rücken, dann mache ich das von Hand definitiv, weil dann komme ich einfach schneller zu einem besseren Ergebnis, auch wenn es sehr zeitintensiv werden kann. Und wenn es ein Song ist, der fest auf dem Raster programmiert wurde und wo im Prinzip das Timing durch das Raster vorgegeben wird, durch ein Beat und vor allem durch programmierte Drums, dann lasse ich gerne auch mal die Automatik ran, dann muss ich mir nicht so viel Arbeit machen und das Ergebnis spricht dann trotzdem für sich. Ich hoffe, ich konnte die Frage perfekt beantworten, für dich zumindest, Don Rob, und danke dir für die Frage. Und falls du mal eine Frage haben solltest, schreib mir an jonas@recording-blog.com. Ich bin gerne bereit, da immer zu antworten. Und vielleicht schaffst du es ja dann auch in die Frage der Woche. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann sehen wir uns bestimmt nächste Woche wieder zu einem weiteren Video im Recorder-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!